Ich mache nichts anderes als bisher. Ich mache die ganze Zeit dieselben Schwachsinn. Ich drücke nach rechts und drücke nach links. Mehr nicht. Einmal nach rechts und einmal nach links. Fail. Einmal nach rechts, einmal nach rechts. Das wäre kein Fail gewesen. Das war einer. Nein. Das ist ja spaßig. Ein Spaß für die ganze Familie. Es ist auch übrigens schon die dritte Aufnahme, die ich heute mache. Na, komm schon. Weil ich von Zelda mache ich immer nur so kurze Aufnahmen. Und von New Super Mario Bros. Mache ich Mario World mache ich eigentlich auch immer so ein bisschen Aufnahmen. Also ich weiß nicht wie viele. Also mache ich immer so eine komplette Welt, versuche ich jedenfalls. Und wenn ich die geschafft habe, dann mache ich halt die Aufnahme zu Ende. Und dann kommt halt die Tatsache, dass ich das irgendwann hochlade. Und beim Hochladen mache ich ja dann immer so 20 bis 25 Minuten Parts bei solchen Nebenprojekten meistens. Beziehungsweise bei meinem Hauptprojekt. Und die, naja, ich habe mich irgendwie so mehr oder weniger auf 20 bis 25 Minuten, glaube ich, spezialisiert schon fast. Ich mache nur bei den wenigsten Games weniger. Also bei Spielen, wo ich denke, dass es sich auch lohnt, nur 15 Minuten zu machen. Eieieiei. Na 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 na. Ja. Fail. Fail. Juhu. Ich Spaß an diesem Spike voll hab. Natürlich. Ach ja, komm. Dup, dup, dup. Ich muss die Musik ein bisschen fortsetzen, weil sonst habe ich eine Endlosschleife im Kopf. Genau das meine ich. Es geht einem doch auf den Sack auf die Zeit. Das ist die schwerste Stelle im Heck bisher. Die schwerste Stelle im Heck bisher. Dab 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 dab. Ich bin geschädigt von Mario Musik. La da 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 da. Ja ja, es erinnert mich an Tetris, man fällt runter und muss auf einem Block landen. Das ist original Tetris und Tetris ist ein Scheißspiel. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendeinen Tetris-Fanatiker damit auf den Schlips getreten habe, aber ich hasse Tetris, weil Tetris ist langweilig, hat keinen Sinn. Das Einzige, was man machen kann, ist bauen und reinbilden, was ich nicht gerade sehr spannend finde. Es hat keine Story, es hat keine. Naja, gut, Tetris hat zwei hat Story, aber. Naja. Möchte ich nicht viel zu sagen, ne? Ja. Und ansonsten ist Tetris 2 eigentlich das beste Tetris, was ich jemals gespielt habe, weil das hat noch ein bisschen mehr Herausforderung als das normale Tetris. Und ich finde Tetris ansonsten einfach nur rotzenlangweilig und ich beherrsche es sowieso nicht. Also wenn ihr mir Tetris... Ich glaube Tetris wäre sogar schlimmer gewesen. Wenn ich Tetris von Level 0 bis Level 19 hätte spielen sollen. Das wäre die schlimmste Strafe, die mir
ihr mir aufgeben könntet, wenn ihr irgendwann mal ein Race gegen mich gewinnt. Jedes andere Spiel spiele ich euch durch. Und wenn es noch so grausam ist, irgendwann packe ich's. Und teilweise rege ich mich noch nicht mal so sehr auf, aber bei Tetris, da ist es vorbei. Definitiv. Also gut, okay, es gibt natürlich auch ein paar Spiele, die ich einfach nur boykottieren würde. Also mit dem Mann, wo ich dann sagen würde, hey, komm, das ist mir zu krankhaft. Also das werde ich nie und nimmer spielen. Da sehe ich einfach keinen Sinn dahinter, wie das gehen soll. Von daher werde ich in der Hinsicht... Toll, das sah jetzt ein paar Mal so gut aus und ich kann es immer noch nicht. Werde ich in der Hinsicht auch nicht solche Spiele spielen, selbst wenn sie mir als Strafe aufgegeben werden. Dann werde ich einfach so lange betteln, bis ich eine andere Strafe kriege oder... Ja, keine Ahnung. Ich würde sogar dann zwei Strafen als Ersatz annehmen. Aber ich werde nicht so eine Spiele spielen wie... Cool or Cool. Weil man da so ekelhafte Glitches nutzen muss, das ist einfach nur noch widerlich. Also wer es nicht kennt, Cool or Cool mal bei YouTube eingeben und dann guckt euch mal den Scheiß an. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, da sieht man auf jeden Fall, wie viele Glitches Mario eigentlich hat. Aber... Nee, also das wären mir zu viel Glitches, das tut mir leid. Da komme ich mit den ganzen Glitches, würde ich niemals klarkommen, da hätte ich auch keine Lust drauf, es macht keinen Spaß. Und irgendwo, auch wenn ich mich aufregen soll bei sowas, es gibt einen Moment, also es gibt Stellen, da kann ich mich aufregen. Es gibt Stellen, da habe ich Spaß. Und es gibt Stellen, da reagiere ich wie jetzt. Und bin einfach nur noch routinemäßig, mache immer dasselbe und habe weder Spaß dabei, noch kann mich aufregen drüber. Was einfach nur dumm ist. Weil es einfach nur schlechtes Leveldesign ist. Darüber kann ich mich nicht aufregen. Und dann zu guter Letzt gibt es noch... Die Sorten stellen, die sowas von krankhaft unfair sind, dass ich sie nicht schaffe. Sie nie und nimmer im Leben jemals schaffen werde. Und deswegen kann man mir doch mal mir sowas auch nicht als Strafe aufgeben, weil dann, nee, also. Das ist zu ekelhaft. Also da. Das würde. Ich wäre niemals so gemein und würde jemandem sowas als Strafe aufgeben und. Wer kennt den Spruch, wie du mir, so ich dir, so sehe ich das auch. Also wenn ihr mir irgendwann mal so einen Hack als Strafe aufgeben solltet und ich es tatsächlich bringe, dass ich diesen Hack durchspiele, glaubt mir, die Rache folgt auf dem Fuß. Ich werde mir ein Spiel aussuchen, in dem ich saugut bin, gegen euch einen Race machen und euch einfach den härtesten Hack, den ich kenne, andrehen und dann könnt ihr mal gucken und dann dürft ihr mal sehen, wie ihr das machen dürft. Und dann bin ich nämlich noch so krankhaft und sage, das macht ihr jetzt ohne Safe States. So. Deswegen dreht mir niemals so einen Scheiß an, dann drehe ich euch auch nicht so einen Scheiß an. So, okay. Jetzt komm schon. Es ist doch meine Frage. Wie oft habe ich das jetzt schon darunter geschafft? Zu oft. Habe ich irgendein Thema, über das ich labern kann? Naja. Hier fliegen Manchos rum. Ich mag fliegende Manchos. Also ich habe eigentlich nichts gegen fliegende Manchos. Meines Erachtens ist das völlig Rain, wie nun der Hack designt ist, wenn es ein Kaizo-Hack sein soll. Wobei ich auch schon mal einen schönen Kaizo-Hack gesehen habe. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist teilweise recht genial, was man da eigentlich bauen kann. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich achte bei Nintendo eigentlich auch nicht so auf gutes Aussehen vom Level. Ich weiß gar nicht, ob die da perfekt gearbeitet haben. Ich denke auch nicht, weil so viele Glitches wie Mario hat, naja. Aber trotzdem, ich könnte eigentlich auch Hacks bewerten. Theoretisch. Denke ich mir mal, wenn ich jetzt so einen Hack spielen würde, der mir geschickt wird. Ich glaube aber nicht, dass ich...
Also ich glaube nicht, ich habe ja zu wenig Zuschauer eigentlich und ich denke mal nicht, von den Zuschauern hacken nicht viele von Mario. Ich weiß gar nicht, wie man da rankommt, dass man da so viele Zuschauer hat, die einem dann auch die Hacks schicken. Weil sonst könnte ich das auch mal machen mit You Play My Hack oder sowas. Also Let's Play Your Level im Grunde, so wie es Emmy nennt. Und das dann bewerten. Ich würde sogar teilweise vielleicht sogar die ganzen Hacks spielen, einfach nur just for fun, weil ich halt Mario ziemlich gerne spiele. Kaizo-Hacks wäre natürlich, kann man natürlich mehr antreten, aber ich weiß nicht, das sind dann immer so eine Dinger, die würde ich dann wahrscheinlich eher in Streams zocken oder so. Eigentlich zum einfachen Grund, weil in Streams habe ich Zeit, wie ich will und kann das hochladen, wie ich will und hier bei solchen Let's Plays, ich meine, das ist jetzt mal echt eine Ausnahme, dass ich eine Art Kaizo-Hack in einem Let's Play ziehe. Und ja, das war bei Mega Man, also bei Rockman No Constancy, Hardmode und Safe State, das ist im Grunde auch eine extremste Ausnahme, weil das zocke ich im Grunde im Stream und im Let's Play ist es einfach nur noch komplett geschnitten. Und ja, sonst hätte ich das nur privat gezockt und auch alles nur geschnitten. Und so habe ich, lasse ich wenigstens noch den Zuschauern die Möglichkeit, diese Fails, die ich da habe, zu sehen. Und was da eigentlich abgeht zwischen den Schnitten. Und ja, deswegen, solche Hardcore-Projekte hebe ich mir für den Stream auf. Es muss nicht sein, dass ich sowas als Let's Play raushaue, weil es würde bei mir eh ewig dauern. Und da habe ich keine großartige Lust sonst drauf. Wenn ich ja jeden Part hochladen müsste, das wäre echt ekelhaft. Wie gesagt, Mega Man Rock, Quatsch, Rock Man und Constancy ist dann eine Ausnahme aus dem einfachen Grund, weil ich bin einfach ein Mega Man-Fanatiker und wenn ich halt so einen Mega Man-Hack sehe, den ich irgendwo interessant finde, dann spiele ich den auch und würde den auch Let's Playen. Das könntet ihr ja mal machen. Wenn ihr es schafft, Mega Man-Hacks zu hacken, dann würde ich euren Mega Man-Hack spielen und bewerten. Also das würde ich sogar teilweise richtig gerne machen. Also das wäre mal so eine optionale Sache zu Let's Play Your Mario Hack, sondern Let's Play Your Mega Man Hack. Ich will mir auch irgendwann mal selbst einen bauen. Das heißt einbauen. Wenn ich rausgekriegt habe, wie das geht, dann baue ich mir nicht nur einen Mega Man Hack, dann baue ich mir etliche Mega Man Hacks. Und der erste wird auf jeden Fall ein Kaizo Hack sein. Einfach bloß um mich an allen Leuten zu rächen, die mir jemals einen Kaizo Hack angedreht haben. Und ganz ehrlich, glaubt mir, ihr wollt diesen Kaizo Mega Man Hack niemals spielen. Wenn ich den gebaut habe, dann werdet ihr sowas von Save States, Rewinds, Slowdowns. Nee, das gibt's ja gar nicht im NES-Emulator, weil ich werde nur die NES-Teile dann hacken. Aber das war so klar. Ich vergesse immer wieder, dass da unten noch ein Mancher ist. Ja, ich werde nur die NES-Teile hacken und gleich vorausgesagt, also es gibt dann keine Slowdowns und ich kann euch ja mal so eine klitzekleine Idee sagen, wie denn so einer dieser Hacks aufgebaut sein würde. Und zwar könnt ihr euch darauf einstellen, dass es zum Beispiel passieren könnte, dass bei einer Stage sowas ist wie, also wenn ich das irgendwie hinkriege, dass es sowas gibt wie, ja, besiege mal bitte ja, also jetzt ganz billiges Beispiel. Es ist noch nicht schwer gesagt, ja? Also, besiege mal bitte eine Dr. Wily-Form auf einzelnen Blöcken in der Luft. Plus den Mega Man-Drachen. Und plus den zweiten Boss aus Mega Man 2. Also drei Bosse in einem Bossfight. Oder sowas wie besiege Magnetman, Dustman und Pharaoman. Alle drei gleichzeitig. Wingman, Skullman und Geminiman. Klar, ich werde da so hardcore fies. Also, der Hack, ich würde den testen. Das ist irgendwie wird. Ich werde ihn aber nur so testen, dass es irgendwie, dass ich den Bosskampf einmal schaffe. Mit Save States, unglaublich vielen Save States. Und wenn ich den einmal geschafft habe, dann wird der released. Also ganz ehrlich, wenn die Bosskämpfe alle einmal geschafft habe, dann werden die released. Dann ist es möglich. Irgendwie ist es dann möglich. Und das wird dann mein extrem ultra hart Kaizo Mega Man.
Und ihr könnt euch darauf auch einstellen, da ich ja Spikefall so sehr liebe, in Klammern nicht, dass es ein Level geben wird, was die widerlichsten Spikefalls hat, und zwar komplett. Also es geht nur nach unten. Du fällst dann in den Boss hinein und im Bossraum sind nochmal einiges, etliche Spikes, das sind irgendwie so zwei Plattformen oder sowas. Und die ganze Zeit, das ganze Level besteht nur darin, Spikefalls, und während den Spikefalls noch Gegnern ausweichen. Sowas Lustiges finde ich nämlich toll. Dann stirbt man nämlich immer instant bei Mega Man bei Spikefalls, und dann möchte ich mal jemanden sehen, der diese 20 Screens mit Spikefall ohne Nervenzusammenbruch schafft. Könnt ihr euch gleich mal schon drauf einstellen. Ihr seht, wie ich mich labere immer noch hier einfach nur die Stelle drüber, weil die Stelle ist einfach nur scheiße. Und irgendwann muss ich sie ja mal packen, aber ich achte schon gar nicht mehr auf das Spiel richtig. Ich achte nur noch drauf, dass ich das tue, was ich sage. Dadurch versuche ich das ein bisschen mit meinen Instinkten hier noch ein bisschen zu regeln, dass ich das so hinkriege. Ich bezweifle zwar, dass ich das hinkriege, so, aber wer weiß, vielleicht ja irgendwann. Ich frage mich, ob ich das irgendwie speeden kann. Also die Stelle hier, wenn ich das jetzt aufgenommen habe. Dann werde ich das vielleicht auf YouTube so setzen, dass ich die Stelle einfach zweimal reinschneide. Einmal komplett und einmal gespeedet. Und dann gibt es da so einen Button, wo man praktisch auswählen kann, ob man das Langsame sehen möchte oder den Gespeedeten. Ja, ich glaube, sowas versuche ich mal einzubauen. Gerade bei den Spikefalls. Weil, darauf habe ich keine Lust. Es kommt aber, hängt natürlich davon ab, ob ich das wirklich hinkriege mit dem Speed-Zeug. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Spikefalls liebe? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt in diesem Hack, ne? Also so, jedenfalls nicht das 50. Mal. Weil das ist echt so eine Sache, die ich überhaupt nicht kann. So, langsam reicht es mir auch. Oh Mann, das wird genauso wie I Wanna Be the Boshi. Welt 4. 3 Stunden in einem Spike voll. Ich kann sowas nicht, Leute. Ich kann sowas einfach nicht. Also alles könnt ihr mir andrehen, aber bitte keine Spikefalls. Ich kann sie einfach nicht. Seht es doch. Sie sind unfair wie Sau. Ich werde sie niemals beherrschen. Naja. Alter, es ist doch zum Kotzen. Es ist so langweilig. Ich schlafe hier gleich ein. Ich habe auch kein Thema mehr, großartig, was ich jetzt belabern könnte. Ich könnte ja sagen, was ich ansonsten vielleicht in den Streams mehr plane. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich Dark Souls Prepare to Die mal spielen sollte in den Streams. Wurde mir ja kein Kommentar in der richtigen geschrieben. Vielleicht wurde mir es sich doch noch nicht komplett angehört, ob ich den Stream spiele, was ich im Stream spielen möchte oder so. Keine Ahnung, ob sich meine Infovideos überhaupt komplett angehört werden. Ich mache es ja nicht umsonst komplett eigentlich. Vielleicht sollte ich demnächst mal bildliches Material dazu packen und nicht nur einfach ein Hintergrundbild von Mega Man oder sonstiges. Und vielleicht guckt sich das dann tatsächlich mal jemand an. Hört auch zu. Dann würde ich aber nicht meine Webcam einblenden, weil ich möchte mich nicht unbedingt zeigen, wenn es nicht sein muss. Sondern ich würde dann irgendwie nebenbei irgendein Spiel spielen. Keine Ahnung welches. So, just for fun. Vielleicht ein Infovideospiel. Das wäre doch mal eine Idee. Hat das schon mal jemand gebracht? Ein Infovideospiel? Also, man spielt ein Spiel immer wieder dann weiter, wenn ein Infovideo kommt. Dann wäre es sogar interessant, die Infovideos alle noch nachträglich zu gucken.
Das wäre ja mal genial, finde ich. Die Frage ist bloß, welches Spiel wäre dafür ideal? Tja, das ist jetzt die Frage. Vor allem auf was für Ideen ich hier komme, während ich einen Spike voll mache. Ich will mich einfach nicht auf den Spike voll konzentrieren, weil sonst rege ich mich auf. So, ja. Ich könnte ja dann sowas spielen wie. Irgendwas, wo man sich nicht ganz so konzentrieren muss. Also, Let's Flash Game will ich ja damit jetzt nicht verknüpfen. Das wäre dumm. Info-Videospiel. Die könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin es durchgehalten habt, zuzugucken. Was würdet ihr denn davor als Vorschlag haben, wenn ich ein Info-Videospiel machen könnte? Kann auch was total Dummes sein, nur auf die Snake. Ernsthaft. Würde ich machen. Eieiei. Ich fall diesen Spike voll runter, Spike voll runter, Spike voll runter. Ich hab keine Lust darauf, Lust darauf. Deswegen hab ich so viel Spaß daran. Es ist doch richtig schön, ich liebe es. Ich singe total schrecklich und ich tue euren Ohren wieder weh. Aber das stört mich nicht, weil ihr müsst euch das sowieso ertragen, wenn ihr euch das anguckt. Ich meine, ihr müsst ja sowieso schon ein gewissermaßen masochistisch veranlagt sein, wenn ihr euch diesen Scheiß hier eigentlich anguckt. Demzufolge kann ich ja nur sagen, selbst schuld, dass ihr euch diese kranken Töne von mir anhören müsst. Ich könnte es noch verrückter singen, so. So ungefähr oder so. Ungefähr, keine Ahnung. Naja, was soll's. Ich habe mal irgendwo Just for Fun teilweise so gesprochen, dass ich die ganze Zeit so mit meiner Stimme irgendwie in verschiedene Tonlagen gekommen bin und dann die ganze Zeit so gesprochen habe, wie das ist total so scheiße klingt. Und ja, das hat sich so scheiße angehört, ganz ehrlich. Das ist absoluter Murks. Ich müsste mal irgendeinem Charakter in irgendeinem Videospiel so eine Stimme geben. Ach ja, das wäre schön irgendwie cool. Ach ja, ach ja. Ich wollte jetzt nicht nach rechts ziehen. Ja, natürlich. 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 So langsam habe ich keine Lust mehr. Das war Fail. Na? 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 Verdammt, es hat nicht dreimal geklappt. Ich dachte mir, jedes Mal, wenn ich Na sage, schaffe ich das jetzt. Ach, Mann. Okay. So, Leute. Okay, das reicht mir jetzt erstmal. Mein Daumen tut mir weh. Das war erstmal Let's Play der Ultra Hardhack vom Final Level Gamer. Die Strafe für das Race gegen Let's Play gegen das Let's Race, weil ich das Let's Race verloren habe, Kuwaili-Besitz Indonesia. Ich werde jetzt an dieser Stelle einen Save State setzen, den ich eigentlich schon gesetzt habe, deswegen brauche ich ihn nicht nochmal setzen. So. Und die Aufnahme beenden. Ich werde Final fragen, ob ich Slowdowns erlaubt kriege und dann vielleicht das mit Slowdowns weitermachen, weil sonst wird das hier noch ein paar Jahre dauern. Bis dahin und tschüss.